Hallöchen meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Ich habe heute Geburtstag, deswegen habe ich auch das kleine Krönchen auf. Und ich wollte heute etwas machen, was ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich das veröffentlicht habe oder nicht. Und zwar kommen heute, wie ihr auch schon am Titel seht, 26 Dinge, die ich mit 26 Jahren gelernt habe. Ich bin nämlich jetzt 26 Jahre alt geworden und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Mir ist auch gerade erst mal wieder bewusst geworden, dass ich mitten in meinen 20ern noch stecke und es einfach noch 4 Jahre hin ist, bis ich 30 werde, weil es gibt so Leute, die reden einem ein, ah ja, man ist jetzt schon Ende 20 und bald sind die 30er, genieß es noch. Und ich denke mir so, nein, ich bin noch jung, ich fühle mich noch jung, ich fühle mich noch wie in meinen 20ern und das ist alles, was zählt. Und ich bin mittlerweile auch froh, älter zu werden, weil ich, wie wir gleich sehen werden, so viele Dinge lerne und so viel selbstbewusster werde, glücklicher werde, mich wohler in mir und meinem Körper fühle über die Jahre und ich gar nicht zurückgehen wollen würde. Ich bin lieber 26, als ich jemals 16 gewesen bin, ich bin ehrlich. Wenn ich zurückdenke, wie unsicher ich war, wie unglücklich ich war, nein, das müssen wir nicht nochmal durchmachen. Und deswegen, meine Lieben, fange ich jetzt einfach mal an mit den 26 Dingen, die ich in 26 Jahren gelernt habe. Los geht's. Nummer 1. Die Glaubenssätze der anderen sind kein universales Gesetz. Nur weil irgendein Hans-Peter XY glaubt, heißt das nicht, dass du das für dein Leben auch so übernehmen musst oder dass es stimmt oder dass du dich danach richten musst. Period. Nummer 2. Gesunde Beziehungen können sich zeitweise langweilig anfühlen, sind aber im Long-Term definitiv besser und gesünder. This one was a hard pill to swallow. Nummer 3. Niemand hat je sein Shit together. We're all just trying. We're all just doing our best. Es gibt keinen magischen Moment, wo man 26 wird oder sowas und dann auf einmal sein Leben unter Kontrolle hat und weiß, was man tut und weiß, wer man ist und weiß, wo man hin will. No, girl. Und das hätte ich wirklich gerne schon früher gewusst. Ich glaube, damit hätte es mir definitiv besser gegangen früher. Nummer 4. Lebe dein Leben für dich und nicht nach den Erwartungen anderer. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ist sehr allgemein, die weiß man eigentlich, die ist einem eigentlich bewusst, aber so viele leben nach der Erwartung anderer und fangen das Studium an, fangen den Job an, weil die Eltern das erwarten oder verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise, weil das irgendwer erwartet und sich irgendwer so wünscht. Aber we are just living one time und wir sollten definitiv einfach nur für uns leben. Und einfach das machen, was wir machen wollen und nicht das, was irgendwer uns versucht einzureden oder von uns erwartet. Nummer 5. Egal was passiert, es ist nicht das Ende der Welt. So oft habe ich mir gedacht, oh mein Gott, von hier aus gibt es kein Raus mehr, von hier aus gibt es kein Nach oben mehr. Und dann sind ein paar Monate vergangen, ein paar Wochen vergangen, vielleicht auch nur ein paar Tage vergangen und siehe da, still alive, still going strong. Alles passiert halt einfach so, wie es passiert. Und es ist niemals das Ende. Es geht immer weiter. Nummer 6. Die richtigen Freunde werden dafür sorgen, dass du dich nicht selbst hinterfragen musst. Oder die Freundschaft hinterfragst. Oder die Intention der anderen Person hinterfragst. Nein. Die richtigen Freunde sind einfach deine Freunde. Nummer 7. Deine Produktivität bestimmt nicht deinen Selbstwert. Auch wenn wir im Kapitalismus leben, lass es dir nicht einreden. Nummer 8. Haustiere sind das Beste. Ich bin wirklich jeden Tag so dankbar für meine 2 Katzen und ich liebe die beiden. Ich bin einfach happy, die zu haben. Life is just better with animals. It is what it is. Nummer 9. Ein gesunder Körper ist unbezahlbar. Und meiner Meinung nach mehr wert als ungesundes Essen, keine Bewegung, schlechten Schlaf etc. pp. Nummer 10. Alles braucht seine Zeit. Nichts wird von heute auf morgen funktionieren. Nichts wird von heute auf morgen wieder gut sein, wieder heile sein. Genauso wie ein Knochenbruch wieder zusammenwachsen muss und es Zeit braucht, brauchen auch psychische Verletzungen Zeit. Alle anderen Prozesse brauchen auch Zeit. Nummer 11. Nur wer Angst hat, kann auch mutig sein. Angst haben ist nichts Schlimmes. Aber man kann sich auch von seiner Angst leiden lassen und Mut beweisen. Nummer 12. Romance-Bücher lesen tut mir so viel besser, als den ganzen Tag nur Selbsthilfebücher zu lesen. Es macht mich wirklich deutlich glücklicher. Nummer 13. Es ist besser zu arbeiten, um zu leben, anstatt zu leben, um zu arbeiten. Und man sollte sich immer so viel Zeit wie möglich freischaffen und fürs Leben schaffen und das Leben definitiv priorisieren über dem Arbeiten. 14. Geld kommt und Geld geht. Ich hatte früher echt Angst, Geld auszugeben und ich habe es auch echt gehasst und ich habe echt selten mir irgendwas gekauft. Aber jetzt sehe ich, ich gebe es aus und es kommt aber auch immer neues Geld irgendwo her. Also schaufelt euch nicht euer Geld aufs Konto und spart es an und wartet für immer es auszugeben. Seid aber auch nicht so impulsive Käufer vielleicht. Da braucht man schon ein gutes Mittelding, glaube ich. Nur für mich habe ich gemerkt, okay, ich brauchte diese Mentalität, dass es auch wieder kommt, weil ich es, wie gesagt, einfach nur gehortet habe. 15. Etwas machen ist besser, als es perfekt machen zu wollen. Es gibt so oft Momente oder Menschen, wo ich sehe, hey, sie wollen etwas machen, aber sie sind so verpicht darauf, es perfekt zu machen und sind dann so eingeschränkt da drin, weil sie es halt eben nicht starten, weil sie denken, oh, wenn ich es jetzt starte, kann ich es nicht perfekt machen. Aber es anzufangen zu machen, ist immer besser.
Dann hat man den ersten Schritt schon gemacht und von da aus kann man sich auch immer noch verbessern. 16. Zeit ist relativ und Wahrnehmungssache. Das passt auch so ein bisschen zu meinem Intro mit wie alt man sich fühlt. Es ist alles Wahrnehmungssache. Ja, ich bin jetzt gerade so alt, wie ich jemals war, aber ich bin auch so jung, wie ich nie wieder sein werde. Also, warum soll ich mich darauf konzentrieren, dass ich irgendwann mal jünger war und jetzt schon so alt bin, wenn ich mich auch darauf konzentrieren kann, dass ich einfach nie wieder so jung sein werde wie jetzt? Und morgen auch und übermorgen auch. Und auch mit 80 werde ich nie wieder so jung sein wie in dem Moment. 17. Glücklich sein kommt aus den kleinen Dingen im Leben. Und nicht aus den großen Wins, aus den großen Checkpoints, aus dem Abitur, aus dem ersten Auto, aus dem Führerschein, aus dem Haus, aus dem Kind. Ja, aus dem Kind vielleicht schon, aber natürlich kommt Glück auch aus diesen Sachen. Aber um ein glückliches, erfülltes Leben zu leben, muss man auch die kleinen Dinge wertschätzen, auch im alltäglichen Leben. Nummer 18. Die Probleme von heute sind meist in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat oder spätestens in einem Jahr irrelevant. Natürlich nicht alle Probleme, aber die meisten Probleme, die man so alltäglich hat und über die man sich total aufregt oder wo man sich total dran festbeißt und denkt, oh mein Gott, wie soll ich hier weiterkommen? Morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Alles egal, schon wieder vergessen. Nummer 19. Es hilft, die Sicht eines Außenstehenden einzunehmen, um sich selbst Ratschläge zu erteilen. Manchmal, wenn ich nicht weiter weiß, manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll oder ich einfach sehr hart mit mir selber bin, versuche ich mich einfach in die Sicht eines anderen reinzudenken oder stelle mir vor, dass es jetzt eine Freundin ist, die dieses Problem hat. Und siehe da, es ergeben sich Lösungen und es ergeben sich nette Worte, die man einem sagen kann. Nummer 20. Der Klassiker. Nichts ist für immer. Gar nichts. Nicht dein shitty ass Job, den du hast, nicht deine toxische Beziehung, die du hast, nicht dein Leben, nicht das Leben deiner Haustiere, nicht dieser Gefühlszustand, gar nichts ist für immer. Alles geht irgendwann wieder vorbei und irgendwann kommt was Neues. Nummer 21. Du kannst nicht kontrollieren, wie andere sich verhalten, aber du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst. Wenn jemand meint, scheiße zu mir zu sein, dann ist das so. Aber ich kann immer noch kontrollieren, wie ich damit umgehe, wie ich darauf reagiere. Nummer 22. Dir läuft überhaupt nichts weg, wenn du mal einen Tag Pause machst. Meistens tut es ja auch einfach nur gut, auch mal eine Pause zu machen und dann kann man mit neuer Energie, mit neuer Kreativität wieder ans Werk gehen. Aber es bringt nichts, wenn wir alle burnt out sind und unglücklich sind. Nummer 23. Und das hat sich wirklich schon als so viele Male als wahr herausgestellt. Hör auf dein Bauchgefühl. Hör einfach auf dein Bauchgefühl. Und wenn es kein klares Ja ist, dann ist es ein Nein. Nummer 24. Es tut so gut, Grenzen zu setzen und kein People-Pleaser zu sein. Nein, ich kann das nicht für dich machen. Nein, ich möchte mich nicht mit dir treffen. Man muss nicht über seine eigenen Grenzen treten, nur um wem anders einen Gefallen zu tun. Man muss sich nicht mit Menschen treffen, wenn man gerade nicht die Kraft oder die Zeit hat oder die Person einfach nicht mag. Nur wenn man ein schlechtes Gewissen hat oder was auch immer. You do you. Setz deine Grenzen. Nummer 25, und das war ein hartes Ding. Wenn es sich leicht anfühlt, heißt es nicht, dass ich etwas falsch mache. Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, dass denn Sachen zu einfach funktionieren oder es sich zu leicht anfühlt, was ich mache, dass ich einfach mir nicht genug Mühe gebe, dass ich irgendwas falsch mache. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur gut da drin. Vielleicht habe ich einfach nur eine Veranlagung für etwas. Vielleicht ist das einfach der richtige Weg. Vielleicht ist das, was sich leicht anfühlt, einfach gut und richtig. Und es muss sich gar nicht schwer anfühlen. Und zu guter Letzt, Nummer 26. Sag, was du willst, was du möchtest. Weil wie sollen es andere wissen? Wenn man nicht kommuniziert, was man möchte, dann können die anderen nur raten. Und es hat auch nicht weniger Wert, wenn man vorher etwas gesagt hat, was man haben möchte und es dann bekommt. So, meine Lieben. Ich hoffe, dieses kleine, knackige Video hat euch gefallen und lasst mir gerne mal einen Kommentar da, welche dieser Dinge ihr auch in eurem Leben wichtig findet oder ja, wie ihr es fandet. Lasst ein Abo da, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye!